Diese Sendung wird präsentiert von Laola 1 TV. Ein erstes Erfolgserlebnis konnte Neuzugang Jeff Ulmer bei seinem ersten Spiel für die Innsbrucker Haie verbuchen. Im Auswärtsspiel gegen Znojmo konnte der 36-Jährige den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen. Tyler Tonati erzielte den zweiten Treffer für den HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck. Am Ende mussten sich die Haie aber mit einer 2:6 Niederlage zufrieden geben. Im zweiten Auswärtsspiel dürfen sich die Haie aber zumindest über einen Punkt freuen. Gegen Fehervar liegen die Innsbrucker bis zur 37. Minute mit 0:1 zurück, ehe Alex Höller und Benny Schennach innerhalb einer Minute das Spiel drehen. Knapp vor Schluss müssen die Haie aber den Ausgleichstreffer hinnehmen und in der Overtime hat die ungarische Mannschaft das bessere Ende für sich. Bereits morgen geht es in der Tiroler Wasserkraft Arena weiter. Der HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck präsentiert beim Westderby gegen Dornbirn auch erstmals den Neuzugang Jeff Ulmer dem heimischen Publikum. Diese Sendung wurde präsentiert von Laola 1 TV.